Johanna Harrer wird im Jahr 1900 in Bodenbach nahe der Grenze zum heutigen Tschechien geboren. Mit 17 Jahren macht sie ihr Abitur, um Medizin studieren zu können. Sie ist das einzige Mädchen der Abiturklasse eines Landerziehungsheims. Sie studiert Medizin in Heidelberg, Göttingen und München und wird schließlich Lungenfachärztin. Johanna Harrer hat sich ihre berufliche Laufbahn als Frau hart erkämpft. Als sie 1933 Zwillinge bekommt, fügt sie sich schließlich der nationalsozialistischen Kampagne gegen Doppelverdiener und bleibt als Hausfrau zu Hause. Als wäre es ein Ausgleich für den Abbruch ihrer Karriere, beginnt sie nun eine schriftstellerische Tätigkeit. Sie beginnt eine Artikelserie, die Tipps zur Säuglingspflege formuliert und die in einer Beilage des Völkischen Beobachters erscheint, Die deutsche Frau. Ein wichtiges Anliegen bereits ihrer frühen Texte, die Bekämpfung des Geburtenrückgangs, der den Bestand des deutschen Volkes gefährde. Diese Artikelserie ist die Grundlage für ihr erstes Buch, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, das erstmals 1934 erscheint. Im Jahr 1936 folgt ihr zweites Buch, das sich der Erziehung von Kleinkindern widmet, Unsere kleinen Kinder. Beide Bücher erreichen hohe Auflagen, sie sind die wichtigsten nationalsozialistischen Erziehungsratgeber, waren bis in die letzte Dorfbücherei verbreitet und wurden Grundlage für nationalsozialistische Mütterschulungen. Was Johanna Harrer in ihren Erziehungsratgebern schreibt, hat sie nicht selbst erfunden. Sie fasst die Erziehung zusammen, die sie selbst erfahren hat. Vieles von dem ist der verbreitete Stil preußischer Erziehung. Der Erziehungswissenschaftler Benjamin Ortmeier und die Journalistin Anne Kratzer haben sich mit dem Kontext und mit der Nachwirkung von Harrers Pädagogik auseinandergesetzt. Sie fassen hier zusammen, was die Pädagogik von Johanna Harrer ausmacht. Also die bisherigen Erziehungsmethoden hatten alle nicht den Anspruch, wissenschaftlich vorzugehen. Und nun diese Ärztin mit der Autorität einer Medizinerin, und das war ja auch bei den rassistischen Theorien der Nazis so, dass sie sich auf Naturwissenschaften berufen haben, die hat nun mit ihrer Autorität geschickt bestimmte Halbwahrheiten verkündet, die natürlich Vorläufer hatten, aber jetzt im Rahmen dieser totalen Anpassung an diesen NS-Staat eine völlig neue Wirkungskraft hatten, weil es Teil dann des NS-Staates war, dass man sein Baby, sein Kleinkind so erzieht, wie es dort vorgesehen war. Der erste Punkt war, dass man die Mutter unheimlich hoch gelobt hat. Nicht? Das macht man auch mit den Frauen in der Nazizeit. Selbst die Arbeiter wurden gelobt. Alle, die minderwertig bisher behandelt wurden, wurden von den Nazis hoch gelobt. Die Mutter hat es in der Hand, dass das deutsche Volk und die deutsche Rasse sich weiterentwickelt. Wir haben viel zu wenig Kinder und die sind oft gar nicht gesund und vor allen Dingen nicht rassig, sauber. Das ist der erste Punkt. Das Erziehungsziel war, die Autorität dieser Mutter vor sich selbst zu erhöhen, dass sie sich selbst ganz toll findet, weil sie eben eine Deutsche ist und weil sie eine Arische ist und rassenrein. Und darauf ausbauend hat man dann die drei Grundprinzipien dieses Harrer-Buches entwickelt. Das erste Grundprinzip war natürlich bei dem Kleinkind darauf zu achten, dass es nicht verzärtelt wird. Da ist eben bemerkenswert und besonders die Bindungslosigkeit, die dabei gelehrt wird. Also das Kind soll schon sauber gemacht werden und gewickelt werden, aber man soll ihm ja nicht zu viel äffische Zuneigung, also äffisch jetzt in Anführungszeichen, also nicht zu viel Zuneigung, nicht zu viel Aufmerksamkeit, die emotionale, die psychische Dimension fällt weg. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass auf emotionale Regungen, die bei so einem Kind ja vor allem durch Schreien oder Mimik und Gestik kundgetan werden, dass auf die nicht eingegangen wird. Diese Kälte, von der Adorno spricht, die typisch für die Nazizeit, aber auch für kapitalistische Gesellschaft überhaupt ist, die sollte man diesem Kind angedeihen lassen. Wenn es schreit, wird heute jeder genau hinhören, schreit das Baby aus Angst, aus Hunger oder nervt es einfach nur ein bisschen, weil es spielen will oder was weiß ich. Hier wird generell gesagt, in die Ecke stellen. Ich darf wörtlich vorlesen. Das Kind wird nach Möglichkeit an einen stillen Ort abgeschoben, wo es alleine bleibt. Das heißt, man geht davon aus, dass das Kind schreien gelassen werden muss, dass man nichts ihm hingibt, um seinen Willen zu brechen. Das ist also der erste wichtigste Punkt beim Kleinkind, durch Brutalität und Kälte den Willen brechen. Sehr zentral ist immer, was man von ihr sagt, wenn ein Kind schreit, dann soll man es schreien lassen, das kräftigt die Lungen. Dabei wissen wir heutzutage, dass das für Kinder eine der wenigen Möglichkeiten ist, ihre Gefühle auszudrücken. Die können ja noch nicht reden, also schreien sie und machen was mit ihren Ärmchen und Beinchen. Und all das sollte eben ignoriert werden, damit das Kind nicht verzärtelt wird, nicht verweichlicht.
das war so das Entscheidendste. Und sie hat zum Beispiel so eine Körperstellung empfohlen, mit der man das Kind stillt, wo sich Mutter und Kind nicht anschauen können. Dieser direkte Augenkontakt, der so wichtig ist, sollte unterbunden werden. Einer der Kinderärzte, mit dem ich gesprochen habe, meinte auch, das ist natürlich praktisch, wenn man ein Kriegervolk heranziehen soll, wenn die keine Bindungen haben und irgendwie auch gestörte Emotionen, dann folgen die einfach so einem Führer vielleicht ein bisschen. Jeder normale Mensch würde ja registrieren, dass es irgendwie schon böse ist, was er da macht. Und wenn man aber so gestörte Emotionen hat, fällt dann das vielleicht nicht so auf. Zweitens ist wichtig, dass dann in dem nächsten Spielealter eben dieses bedingungslose Gehorsam eingeübt wird. Niemals dulden wir, dass das Kind an unsere Anordnung herumdeutet und mäkelt oder dass es mault und widerspricht. Also diese militaristisch-preußische Erziehung wird jetzt sozusagen im medizinischen Duktus vorgebracht mit der Autorität einer Ärztin und gesagt, das ist das Entscheidende, damit das Kind sich gut entwickeln kann, damit es gehorsam lernt. Ich glaube, das Wesentliche ist schon, dieses eben keine Bindung an andere herzustellen. Das sind ja perfekte Krieger, Menschen, die keine Bindungen an andere Menschen haben. Menschen, die keinen Kontakt zu ihren Gefühlen haben, nicht merken, wenn sie sich als Soldaten irgendwie aufgeben im Krieg. Also Bindungslosigkeit hat ja ganz viele Folgen. Die führt dazu, dass man nicht so in Kontakt mit sich ist, dass man nicht so in Kontakt mit anderen ist. Das ist schon das Zentrale. Aber auch so eine Abhärtung und so eine Disziplinierung. Sie sagt ja immer, dass man nicht verweichlicht, ist ganz wichtig. Also diese Verweichlichung, so eine Sache, die die Nazis nicht haben wollten. Die Spartaner in der Antike, die haben auch ihre Kinder so ein bisschen in diesem Stil erzogen. Das war ja auch eine Kriegergeneration, die ganz viel aushalten musste, ganz robust sein sollte. Und das war sicher ein Aspekt, der diesen Kindern antrainiert werden sollte. Und der dritte wichtigste Punkt vielleicht ist, dass man auf jeden Fall diesen Kindern beibringen muss, dass sie sich unterzuordnen haben. Das hängt natürlich mit diesem Gehorsam zusammen. Aber das ist ja noch tiefer geht psychologisch so, dass man jetzt denken kann, sie muss sich nur der Mutter unterordnen oder dem Vater. Aber es wird ja eine für die Gesellschaft wichtige Konditionierung insgesamt betrieben, dass die Leute wirklich gelernt haben, A, sich unterzuordnen, zu gehorchen und dann den Genuss zu haben, zwischendurch auch andere Leute befehlen zu können. Das war ja einer der wichtigsten Mechanismen der Nazis, dass jeder kleine HJ-Führer dann andere schikanieren durfte und vorher wurde er vielleicht selber und nachher wurde er selber schikaniert. Also diese Mischung aus Sadismus und Masochismus, das war angelegt in dieser autoritären Struktur, über die eben nicht nur Freud, sondern dann vor allen Dingen Adorno und die kritische Theorie so ausführlich gearbeitet haben. Das Buch hier ist eine Art Vorlage, um zu verstehen, was Autorität mit kleinen Kindern macht, die noch nicht die Möglichkeit haben, sich wirklich zu wehren.